Mannschaft vom HFC. Da schön. Da hat mich länger gedrückt, hab gerade aus der Flasche getrunken und hatte ich jetzt gleich mal diese gute Möglichkeit. Elias, Anders und Frank Schafer, das Tor der Spieler aus Kloppenburg. Niklas, der lässt geschickt durch und kriegt sich, der kommt am zweiten Pass in Abschluss. Der Hallenmesser hämmert den Ball aber in die Wolken. Glück gehabt in der siebten Minute. Konzentration ins. Und jetzt die erste Möglichkeit für uns. Die Flanke von Jenike ist eigentlich zu weit, aber Armin versucht es trotzdem noch spitzenwege mit einem Volley-Schuss. Der ist auch gar nicht schlecht, geht aber dennoch einen guten Meter über das Tor von Lukas Königshofer. Hebt die Hand. Die Spieler aus Kloppenburg sind jetzt voll konzentriert. Ja, ich die ganze Zeit schon. Weil das könnte hier ein sehr guter Ausgangsposition sein, wenn wir gewinnen. Armin wird links steil geschickt, will an Florian Bogermann vorbeigehen und bleibt zunächst hängen. Aber großgewachsen schon mal setzt erfolgreich nach und holt den Ball wieder und spielt den flach in die Mitte, wo Dennis Tomala lauert. Julian Duda kann dessen Schuss gerade noch zur Ecke ablocken. Also die Offensive ist schon krass bei uns. Ich sehe es gerade, 74, 76, 70, 71. So, jetzt die erste Ecke. Robert Schick steht Richtung Torwand, will den Ball Volley klären und schießt sich selbst gegen den Kopf. Der Abpraller streicht nur um 10 Minuten am eigenen Tor vorbei. So, die 15. Minute. Und die zweite Ecke im Spiel. Tomale will am Kurzpfosten verlängern, aber Erdal Rakibi ist im Moment eher am Ball und kann die Ecke von Jenike per Flugkopfball klären. Weiter so, Jungs. Natürlich, wenn ich das sage, kommt der Hallische FC. Kinsley Schindler legt den Ball nach links raus zu Aika Guga. Dessen scharfe Flanke aber lenkt da direkt zur Ecke. Guga. Keine Ahnung. Kinsley Schindler mit der ersten Ecke für den Hallische FC. Schwieriger Kopfball für den Stürmer aus Halle. Aber der Torhüter Daniel geht da nur mal sicher und lenkt den Ball mit beiden Händen über die Latte. Jetzt die zweite Ecke im Spiel, jetzt die hundertprozentige. War das vielleicht ein Fehler von Dani Reck, den Ball einfach auf Nummer sicher zu gehen? Guia hat eigentlich schon freie Schussbahn, aber arbeitet noch mit den Händen Hummel gegen Hummel. Und Schiedsrichter Alexander Bortel hat somit gar keine andere Wahl, als die Aktion abzupfeifen und Freistoß für den BV Kloppenburg zu geben. Mann, wir haben ja aber Glück. Bisher haben wir keine Tore zu melden, aber das dauert nicht mehr lange. Und jetzt sind wir beide ausgeglichen, beide haben roten Ball. Jetzt muss doch der Ball irgendwie rein, mal eine Chance vorne haben. Ich bin mir nicht sicher, ob der Trainer alles im Griff hat, wenn er weiter Lukas Königshofer die Abstöße machen lässt. Zielen tut er ja vielleicht, aber den Ball liegt ganz bestimmt nicht dorthin. So, jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit. Sieht nicht gut aus, sieht doch gut aus. Hundertprozentige. Jenike. Mit der Ecke. Tomala und Julian Duda steigen zum Kopf hoch, aber kann sich durchsetzen. Was ist denn das für eine hundertprozentige? Das ist ja nix. Dass der Ball gegen die Latte, gegen den Pfosten oder dass der Torwart so eine Glanzparade ansetzen tut. Nee, das gibt's nicht. Das ist doch Blödsinn, da muss ich mir immer keine hundertprozentige, das ist das ist so eine Balken von einer kleinen Chance, aber mehr war das nicht. Ja, jetzt spielt der Torhüter noch mit und kommt rechtzeitig heraus und klärt mit dem Kopf. Gegen Hals. Naja, für nicht meinen, das wollte ich nicht so. Wollte, dass hier schon längst 1-0 steht. Meint sich. So, Übersteiger auf den Flügel, kommt hoch, weit genau auf die Brust von Niklas Bentner, der sich den Ball zunächst vorhin vorlegt, aber den Ball in die Wolken schießt. Daniel Reck hebt ruhig die Hand und muss nicht einrennen. Wir kennen die Aktion noch anders, dann ist der Ball drinne. Und das kann man eigentlich von Niklas Bentner auch erwarten.
So Duda unterbindet den Ansatz eines Dribblings von Max Meyer konsequent und gewinnt den Ball. Das ist zwar nicht normal. Spieler aufwärmen lassen. Jetzt haben wir nochmal eine Möglichkeit, aber ja, ich sehe es schon. Na komm, bitte. Die vierte Ecke im Spiel. Hoch kommt der Ball auf den Meterpunkt, aber Torhüter Lukas Rüdiger hebt da nicht wie manch andere auf der Linie, sondern stürmt heraus und schnappt sich das Leder. Jetzt geht nochmal drauf, ich könnte ausrasten. Der Tomala eine 4, Max Meyer eine 4, McKay eine 4. Ja, tipp's doch nicht. Eine bessere Sorte, ein 0-0 der besseren Sorte. Gelegenheiten für ein Tor gab es genug, aber noch war es nicht drin. So Rummel können wir erstmal loben. Dann mutieren wir mal wie immer McKay. Und dann mutieren wir mal Tomala. Dann mutieren wir mal Max Meyer. Und dann loben wir mal Armin. So, Frische. Guck mal, was da los? Gerdes, was da los? Wolfert, was da los? Halbzeitanspruch, denn in der zweiten Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding, das sich genauso, Mann, hier aufzulecken. So, und wenn nicht, bringen wir noch Korte, weil der hat gerade nur 70. Richtig rechts außen, aber linkes Mittelfeld wird er dann aufgestellt. So, McKay hat den Ball im Halbfeld und schlägt ihn weit in den Strafraum nach außen. Obertschick will zum Ball gehen, aber dann nach einem Zuruf von lässt er den Ball passieren. Max Meyer kann sich mehr nicht mehr. Mann. Nicht mehr eingreifen. So. Ja, den Text kennt man auch anders. Dann schnappt er sich, legt den Ball super auf und dann ist er weit drin. Was gibt's da nicht? Nach Pass von Max Meyer ist McKay frei durch und überwindet. Hat bereits abgepfiffen. Nein. McKay, was da los? Und trotzdem kriegt er eine 4,5. Der Fahndungsor soll sich zuvor regelmäßig gegen durchgesetzt haben. Ja, na klar. Scheiß Halle-Fan. Weiter so, Jungs. Spieler aufwärmen lassen. Meine Möglichkeit, ein Schuss von Armin wird von Lukas König sogar zur Ecke abgewehrt. So, jetzt kommt die Ecke. Jene Ecke. Die Ecke bringt das Leder in den Strafraum. Hummel, der den Ball platziert, in die Ecke köpft. Matthias Hummel wird, der ist drin und trifft wieder. Dritter Treffer, fünfte Vorlage, Jene Ecke. Was für ein Ding von Hummel. Und er zeigt's wieder, schreibt mich nicht ab. Björn Ziegenbein, jetzt für Kinsley Schindler. So, Aufstellung. Wir wechseln auch mal. Wir bringen jetzt Korte gegen McKay, der wieder nichts gebracht hat. McKay hat ein Tor geschossen. Aua. Wurde dann zurückgepfiffen. Weiß keiner, ob das jetzt wirklich ein Foul war. Und die Abwehr steht gut. Für Luca Korte erst gestern oder vorgestern kam er. Und schon mal gleich in die Mannschaft. So, mal sehen, ob er was rausspielen kann. Nee, Halle schläft sich jetzt mit einer Möglichkeit. Oh oh. Und die 100%. Und ich schwöre euch, das ist eine richtig gute Chance, weil es ja Halle FC ist. Spielt durch die Beine von Wohlfahrt. Ding ist besser mit dem rechts. Keeper den Ball auch ebenfalls durch die Beine schiebt, ne, ist klar. Das ist da so ein Fatzenkack, ne? Das meine ich. Die kriegen eine 100%ige. Das ist eine 100%ige. Versteht ihr das? Das ist eine 100%ige. Bei uns ist das eine Ecke. Oh, ist ja richtig geil. Das ist doch bescheuert. Bitte, das ist jedes Mal so bei uns. Dass die 100%ige bei uns nur Fotze Scheiße ist. Ludac rutscht aus, zumal er nutzt sich. Auch raus mit denen. Den kann ich heute nicht mehr sehen. Bernhard kommt. Keine Leistung gebracht, Tomala. Fresse nimmt das scheiß Mucke. Nur jetzt nur eine Möglichkeit. Armin und du verbeißen, ja, wird schon längst abgepfiffen. 100% jetzt einsatz. Pressing. Das kann da. Ein bisschen länger.
für den Sieg. Und wir haben auch gleich eine Möglichkeit. Robertschick hebt die Hand und springt sie auf Abseits. Die teilt diese Meinung jedoch nicht. Armin ist somit frei durch und legt wunderbar quer auf den mitgelaufenen Müller Benner. Dieser legt sich den Ball ein Stück zu auf der rechten Seite vor und zieht dann ab. Lukas Kring ist unten, aber kann den Ball nur noch hinterher schauen. Julia Bennert, ich wusste es. Ein super Tor. Julian Bennert, wer sonst? Der Joker, der immer trifft. Mann, ey, geht doch. So eine Scheiße hier. Jetzt kommt der Florian Krebs von Heidenheim. Kam der? So, Powerplay in Halle. Oh mein Gott. Der Hallische FC hat nun den BV Kloppenburg in dessen eigene Hälfte eingeschmiert. Immer so hindert da schließlich Elias andersrum nicht am Flanken. Und er versucht den Ball zu kehren, aber nicht weit genug. Och, bitte nicht. Bettner zieht sofort entschlossen ab. Tor natürlich. Was soll ich dazu sagen? Wir kriegen Powerplay, das ist nie was draus, aber der nötige Gegner natürlich. Nuri kommt jetzt. Hurensohn, Hurensohn, Game. Fotze Kacke, Mann. Reg ich mich auf, wirklich. 100%igen Powerplay geht immer rein. Das ist so scheiße, ist das. Das ist so beschiss, ist das. Kriegen gerade ein Gegentor. Fotzen. Fresse mit der Scheißmucke, voller Angriff. Mann, ey, es kann doch nicht sein. Und hat den Ball so super weg. So, jetzt wieder mal mit einer Möglichkeit. Julian zieht aus der zweiten Reihe in der dritten Etage. Ja, Mann, aus der zweiten Reihe zieht er ab. Ihr sollt auch Tore machen und euch jetzt nicht einschnüren lassen. Kerze im Strafraum, Hummel und den Klippers schiebt sich zwischen zwei Kloppenhofer und verschafft sich durch beherzten Körpereinsatz den Ball. Flachschuss in die Ecke, aber Daniel hat aufgepasst und kann ihn beim letzten Moment zur Ecke abwehren. Boah, ey. Das macht mich nicht fertig. Jetzt die Ecke. Robert Schick. So schick sieht er ja aus. Zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten. Da wird ziemlich gefällt heute. Dann fliegt er und breit gegen den Pfosten. Der Ball wird von Gerdes geklärt, aber Daniel dürfte jetzt schöne Kopfschmerzen haben. Ganz schöne Kopfschmerzen haben. Er kann aber schon wieder lachen schön. So, Taktik nochmal. So, wir gehen aufs Ganze, wir riskanter. So. Sieht mal mit einem aller Welt vor Anjenike, da hat Alexander Bortel die Karte auch stecken lassen können. Dejan Bosic, oh, der hat ja letztens da schon Tor geschossen, bitte nicht. Der für eine Stärke. Eine 64. Jetzt Felix, Florian Bürgmann. Voller Angriff. Hab immer noch keine gute Möglichkeit gesehen. Korte auch nicht für Mann. Haben sich die beiden Mannschaften schon mit dem 2-2 angefreundet? Zwei Minuten werden nochmal nachgespielt. Ich glaube ja. Wir haben nochmal eine Möglichkeit. Wir haben nochmal eine Möglichkeit. Freistoß von Nuri. Ein gewaltiger Freistoß aus 22 Meter, kann Torhüter gerade noch entschärfen, blitzartig zuckt seine Fäuste nach oben. Dann fällt er wieder eine Schildkröte auf den Rücken. Jetzt nochmal ein Eckball. Nuri jetzt mit den Eckball. Die sechste Ecke im Spiel. Die Ecke ist eine einfache Aufgabe für Lukas Königshofer. Er kommt schnell eigene Schritte raus und schnappt sich das Leder mit beiden Händen. Und hat Korte jetzt nochmal eine 3 gekriegt? Keine Ahnung.
Ach, Fresse, wie geil. Schau, wie bescheuert ist denn eine Powerplay geht rein, 100%ige geht rein. Du scheiß Statistik hier und so, eine 100%ige. Hin, ist klar, Fotzen-Game, halt die Fresse. Ciao.